Hallo, heute Mobilitätstraining, also Runde 2, also etwas eher zum Lockern und zum Dehnen. Wir fangen an mit dem Rücken. Da zeige ich euch zwei Übungen zur Lockerung des Rückens, zur Mobilisierung des Rückens. Danach kommen die Beine und die Hüfte. Hier zeige ich euch drei Dehnübungen, die ihr intensiv und lange halten sollt, aber bitte darauf achten, dass ihr nicht über den Schmerzpunkt hinausgeht. Zunächst zu den Rückenübungen gibt es einmal die Katzenübung, erkläre ich genau und zeige euch gleich noch, was das ist. Dann einen seitlichen Twist für den Rücken und bei Beine und Hüfte machen wir zuerst den Couch-Stretch, dann die Waden und einen Hip-Opener oder Hüftöffner. Gut, dann zeige ich euch mal die Übungen. Zum ersten die Katze. Das heißt, ihr geht hier in Vierfüßlerstand auf eine Matte. Irgendwas vielleicht Weiches, Teppich reicht auch. Das ist die Ausgangsposition. Ihr bewegt den Rücken nach oben und dann wieder nach unten. Hier nach oben gehen, ausatmen und nach unten einatmen. Das Ganze so fünfmal. Richtig nach oben, Bauchnabel reinziehen. Und wieder umgekehrt. Gut. Das könnt ihr auch ein paar Mal wiederholen, aber probiert so 5 Wiederholungen pro Satz. Ihr könnt noch mehrere Sätze machen. Dann der seitliche Twist. Ihr legt euch auf die Matte oder auf euren Teppich. Nehmt die Arme auseinander, ein Bein geht nach oben, der Kopf dreht sich auf die rechte Seite, das Bein auf die linke und ganz locker tief ein- und ausatmen. Bisschen da bleiben, dann langsam zurück. Wir wechseln die Seite, linkes Bein geht nach oben, dreht nach rechts, Kopf geht nach links. Nase ein, Mund aus. Wieder langsam zurück. Nochmal nach oben, rechtes Bein auf die linke Seite. Kopf geht nach links. Bisschen da bleiben. Langsam zurück. Nochmal das linke Bein. Gut, davon 5 Stück pro Seite. Dann habt ihr so ein bisschen die Rückenlockerung. Und jetzt gehe ich auf die Stretch-Dehnübungen ein. Und zwar fangen wir mit dem Couch-Stretch an. Heißt so, weil ihr das auch an der Couch machen könnt. Wichtig ist, oder an der Wand, wichtig ist, dass ihr hier einen Widerstand habt, wo ihr rangehen könnt mit dem Fuß. Und ich merke jetzt hier sofort eine Dehnung im Hüftbereich. Und hier im Quadrizeps, also dem Beinmuskel hier. Ihr könnt ein bisschen nach vorne gehen, um den Stretch zu intensivieren. Wenn ihr nah an der Wand oder am Stuhl dran seid, wird dann natürlich auch intensiver. Das halten. Am besten habt ihr eine Stoppuhr mit dabei oder ein Handy und stoppt mal 2 Minuten. Und dann werdet ihr merken, dass der Muskel hier richtig gedehnt wird. Warum 2 Minuten? 2 Minuten aus dem Grund, dass der Muskel sich daran gewöhnen kann und wirklich mal wirklich verlängert wird, dass wenn man das zu kurz dehnt, dann ist der Effekt ein bisschen weg. Deswegen so Pi mal Daumen 2 Minuten. Genau, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer und dann wechselt ihr auf die andere Seite. Das Bein hier vorne, Hüfte hier gerade, ihr merkt, hier zieht es auch in der Hüfte, Beinmuskulatur wird gedehnt. Ich merke auch einen Unterschied, dass zum Beispiel ein bisschen leichter als das rechte. Das kann auch sein. Gut, das wäre der Couch-Stretch. Einfach um das zu zeigen, aber denkt dran, 2 Minuten. Jetzt die Wade. Am besten geht ihr an eine Wand ran oder wieder an den Stuhl. Wichtig ist, dass ihr ein Bein nach hinten bringt. Ihr wollt die rechte Wade jetzt dehnen in dem Fall.
Ihr drückt die Ferse nach unten, Oberkörper bleibt gerade, wenn ihr an der Wand steht, sieht es etwa so aus. Drückt die Ferse nach unten und zieht die Zehenspitzen noch nach vorne und nach oben. Und dann merkt ihr einfach eine Dehnung in der Wade. Hier gilt auch wieder 2 Minuten halten. Dann wechseln. Die andere Seite logischerweise auch. Stoppt ruhig die Zeit. Und hier wieder 2 Minuten. Genau. Gut. Das zur Wade und jetzt noch den Hüftöffner. Ihr nehmt hier wieder eine Unterlage, die relativ weich ist. Ein Teppich würde auch reichen. Also vielleicht nicht auf dem Fliesenboden machen. Was jetzt hier wichtig ist, ihr geht auf die Knie relativ breit auseinander. Die Füße hinten, da zeigt die Fußspitze etwas nach hinten. Und dann legt ihr euch hier ab. So. Ihr merkt sofort eine Dehnung im Leisten-Hüftbereich. Wenn ihr den Po noch etwas nach hinten schiebt, dann wird die Dehnung intensiviert. Das könnt ihr quasi so ein bisschen steuern. Und das auch wieder 2 Minuten halten. Genau, wichtig ist, achtet auf die Atmung. Ein- und ausatmen. Ihr merkt, dass beim Ausatmen die Dehnung noch mal ein bisschen intensiver ist. Also probiert nicht flach zu atmen, sondern probiert ruhig Nase tief ein und aus. So, wenn ihr das 2 Minuten gemacht habt, hier besonders aufpassen, das ist eine lange Dehnung. Das heißt, ihr geht dann ganz langsam hier nach vorne raus und dann könnt ihr wieder aufstehen. Und ihr merkt sofort, dass ihr hier in dem Bereich einfach freier seid. Generell sind die Dehnübungen ganz gut. Wenn ihr merkt, ihr habt irgendwo Schmerzen im Knie vielleicht, im Rücken, dadurch, dass die Muskeln miteinander verbunden sind und können durch zu lange Sitzen zum Beispiel, durch Übertraining einfach Spannungen entstehen und die wirken sich auf die jeweiligen Gelenke aus. Und durch Dehnung kann man das, durch intensives Dehnen kann man das ein bisschen beheben. Und ja, das sind ein paar Dehnübungen, die einfach wirklich gut sind und die jeder gerne mal ausprobieren kann. Danke, viel Spaß!